So, willkommen im Let's Play von Star Wars The Old Republic mit Ravea. Und wir sind sicher wieder hier eingeloggt und müssen jetzt den letzten Codezylinder holen. Der ist hier. So. Machen wir die Kerle erstmal hier weg. Ist ja unglaublich. So. Das Problem hätten wir schon mal beseitigt. Okay, öffne die Forschungsvorratskiste. Wo ist die? Oh, da unten. Na nee, ist immer ein Rumgerenne hier. So. Und ich hoffe mal, diesmal wird es eine perfekte Aufnahme. Irgendwie habe ich es noch nie geschafft, irgendwas gescheit hinzukriegen bei dem Let's Play bis jetzt. Immer war irgendwas. Letztens erst diese doppelte Aufnahme, beziehungsweise das Video. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass das doppelt war. Und auch nicht bei der Zeit, also so wirklich, weil ich das gerade nämlich konvertiert habe als Test. Und dann, ja gut, habe ich gedacht, okay, das dauert halt so lang. Und so lang war es ja auch nicht. Und Na gut, jetzt weiß ich's. Ich guck einfach mal besser. Muss besser aufpassen, was mein Computer so macht. Der hintergeht mich hier so hinterrücks. So, was will der? Schuhe. Achso, die konnte ich nicht anziehen, gell? Oder doch schon, aber... Aber sie hätten sich nicht besonders gelohnt. Ein Schwert. Oh, ein Schwert. Cool. So. Dann ziehen wir das Schwert mal an. Ja, das passiert mir auch öfter. Wenn ich in diesem Menü hier drin bin. Und mein Schwert anziehen will, natürlich mit Rechtsklick und dann verkaufe ich es an diesen doofen Droiden hier. Und dann muss ich es mir wieder zurückkaufen. Legen Sie wohl. Antoin, hallo, sei gegrüßt. Ich muss weg. Ah ja, wir müssen zu Lord Renning zurück. Ach ja, wem geben wir denn das Gehirn jetzt? Dem Mann oder der Frau? Ah, ist so schwer. Der Typ steht weiter bei dem Renning. Also geben wir es dem Renning. Und wir stehen auch näher am Renning. Was für eine logische Schlussfolgerung. Also gut, hier, nimm das hier. Langsam geht mir die Geduld aus. Habt ihr jetzt endlich das Gehirn des mutierten Tukata dabei? Oder soll ich jemand anderen schicken? Ups. Wenn er mich hier schon so dumm anmacht. Dann sollte ich es vielleicht doch der Frau geben. Ah, ich will jetzt erstmal wissen, was die Frau sagt. Ihr werdet es bald haben. Stört mich nicht noch einmal, wenn ihr das hier nicht dabei habt. Puh. Arroganter Sith. Mal gucken, ist die netter? Habt ihr das Hirn des mutierten Dukata schon gefunden? Ich möchte das Geschäft, das wir besprochen haben, gern zu Ende bringen. Die ist netter. Gib mir ihr das Hirn. Obwohl, das gibt gute Seitepunkte. Aber ich wollte doch böse sein. Mist. Okay, dann geben wir es Renning. Auch wenn er gemein zu uns war und wir tief verletzt sind in Männern. Ja. Ich habe es doch noch gar nicht. Tut mir leid. Der mutierte Tukata ist mir noch nicht begegnet. Das Vieh ist doppelt so groß wie ein normaler Tukata. Ihr gebt euch einfach nicht genug Mühe bei der Suche. Jetzt war sie auch nicht so nett. Also... Hier, nimm das Hirn. Langsam geht mir die Geduld aus. Habt ihr jetzt endlich das Gehirn des mutierten Tukata dabei? Oder soll ich jemand anderen schicken? Ja, hier, nimm mal. Ich habe, was gewünscht war. Ah, haha, hervorragend. Zeigt her. Wie das plötzlich ein Lächeln in sein Gesicht gezaubert hat. Unglaublich. Leider hat das Hirn etwas gelitten. Das macht euch hoffentlich nichts aus. Der Zustand ist mir egal. Es macht doch gerade Spaß, wenn man sich erst durch die Schichten wühlen muss. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, aber jetzt muss ich weiterforschen. Wenn also sonst nichts mehr anliegt. Malora hat verlangt, dass ich euer Experiment sabotiere. Stimmt das? Malora, wenn ihr meiner Forschung nicht die gebührende Anerkennung zollt, kann ich euch als Schülerin nicht gebrauchen. Nein, Meister.
Es ist alles gelogen. Ja. Ich habe es nicht verraten. Ich erkenne die Wahrheit, wenn ich sie höre, Malora. Ich entlasse euch aus meinem Dienst, wenn ich mit euch fertig bin. Aber meine Liebe, der Schmerz fängt doch gerade erst an. Nehmt eure Belohnung und geht. Malora und ich haben noch einiges zu besprechen. So, so. Lasst sie am Leben. Darf ich sie für euch befragen? Das klingt, als wäre Hilfe vonnöten. Ich weiß euer freundliches Angebot zu schätzen, aber darum kümmere ich mich lieber selbst. Sie flüchtet! Sie ist aus dem Bild gerannt! Haltet sie! Erstmal gucken, ob die Schuhe passen. Ja, sie passen. Yeah, ich habe neue Schuhe und sie sind hinten rot. Ah ja, interessant. Okay, dann müssen wir jetzt hier hoch, ne? Ha. Hüpf. Gut. Jetzt bräuchte ich noch so Fahrstuhlmusik. So. Naja. Geht auch ohne. Zeige alle autorisierten Ziele an. So. Ach ja, mein Computer ist da unten ziemlich laut, weil es so warm ist. Ich bin ja mal gespannt, ob man das am Ende hört. Ich hoffe mal nicht. Und da oben an meinem Fenster habe ich auch eine... Was ist denn das für ein Tier? Was ist das? Eine Bremse. Die summt hier manchmal rum. Das, ich habe sie einfach mal Franz genannt. Und ja, die will einfach nicht gehen. Obwohl das Fenster sperrangelweit offen ist. Ich weiß nicht, was die hier will. Na gut. Wir sollten... wir hängen irgendwie fest. Okay. Das ist jetzt sehr interessant. Ah. Aha, jetzt können wir wieder laufen. Ja, so viel dazu. Habe ich nicht gesagt, ich will mal eine Aufnahme, die nicht irgendwie seltsam anmutet. Oh. Sergeant Garrus. Ah, die Vorräte, was auch immer das war. Ja? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Moment mal. Ist das etwa das fehlende Forschungsmaterial? Das hatte ich schon vor Tagen abgeschrieben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin. Es dauert Monate, um einige dieser Chemikalien herzustellen. Euch nützen sie nicht viel, aber für uns sind sie essentiell. Danke. Ihr dürft euch im Gegenzug auch gerne mit unserer Ausrüstung eindecken. Ich werde dem Commander von euch berichten. Danke. Zwar keine Schuhe, aber ein Gürtel. Oh, ich habe noch keinen Gürtel. Echt? Ich hatte noch keinen. Interessant. Okay, ab in den Tempel. Und zurück zu diesem komischen Harkun, der immer so gemein zu uns ist. Vamari! Yay! Nalrok! Ha, ich kann einen Namen aussprechen. Tja! Was ist das denn? Eine Maus! Wie eine Katze hinterherlaufen. Oh, ich bin zu schnell. Hallo? Sie dreht einfach um. Okay, wohin muss ich? Ah, sie hat mich schon richtig geführt. Ich lasse mich von einer Maus führen. Dann rein ins Grüne. So. Hoffentlich hast du das Holocron und verschwendest meine Zeit nicht. Eine Fälschung. Oder vielleicht aus der Bibliothek gestohlen. Ich befasse mich noch später mit dir. Es ist Zeit für eine weitere Demonstration. Geer, tritt vor. Ja, Aufseher. Phone, töte ihn. Mit Vergnügen, Aufseher. Geer soll euch als Beispiel dienen. Phone hat ihn problemlos vernichtet,
so wie er euch alle vernichten wird. Hat noch jemand Einwände? Lass es nur versuchen. Das ist so böse. Ihr macht uns nur stärker, Hakon. Und deine Kommentare beschleunigen nur deinen Tod, Mabe. Die anderen von euch kennen ihre nächste Prüfung. Geht. Sklavin, du bleibst hier. Nun, du hältst dich wohl für besonders schlau, weil du das Holokron erlangt hast, was? Ja, ich bin einfach gut. Ich bin einfach unschlagbar. Du kannst froh sein, dass dich Lord Sesh nützlich findet. Und jetzt zu deiner Prüfung. Die letzten dunkelsten Geheimnisse von Tulag Hort verbergen sich in seinem Grab. Lord Sesh will diesen Text. Aber die letzte Ruhestätte des toten Lords ist nur schwer zu erreichen. Schon viele haben dort ihr Leben gelassen. Die alte Nummer. Ihr schickt mich in ein Grab, um etwas Unmögliches zu tun, hofft auf meinen Tod und ich komme trotzdem wohlbehalten zurück. Schweig endlich. Ich kann dein Gespött nicht mehr hören. Komm erst dann wieder, wenn du den Text aus Tulag Horts Grab hast. Und jetzt geh mir aus den Augen. Tja, wenn du mal nicht so gemein wärst, dann wäre ich nicht so sarkastisch zu dir. Puh. So, jetzt müssen wir nur noch ein Grab besuchen. Und das machen wir ein bisschen in der nächsten Folge, weil ich habe gerade auf die Uhr geschielt. Oh, die haben Aufträge. Das ist ganz böse, das ist jetzt die Versuchung, länger zu machen. Aber ich kämpfe dagegen an. Ich mach das in der nächsten Folge. Dann spreche ich Aberon an und Urind. Und ich jag der Maus wieder hinterher. Nee. Okay. Dann bis zur nächsten Folge.